Das neue Gearset-Gießerei-Bollwerk und du bist Gott in der Division 2. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2. Ich möchte hier zugleich mal jetzt anmerken, ich befinde mich auf dem Testserver für TU10. Dieses Bild, das ihr jetzt seht, oder diese Funktionen, nehme ich nicht an, dass sie 1:1 so in TOC kommen werden. Ich werde es euch zeigen und ich möchte eure Meinung dazu wissen, aber wenn ihr Gott spielen wollt, dann im Moment könnt ihr das in TU10 auf dem Testserver machen. Ich zeige euch mal das Bild. Und zwar, es geht um das neue Set Gießerei-Bollwerk. Das Ding ist neu hinzugekommen. Es hat 4 Set-Bonus-Sachen. Und zwar, 2 Teile ist 10% Rüstung gesamt. Bei 3 Teile 3% Rüstungsgeneration. Und bei 4 Teile, immer wenn sie oder ihr Schild Schaden nehmen, werden 40% davon innerhalb von 10 Sekunden repariert. Dazu gibt's noch, und zwar, wir haben auf dem Rucksack zusätzlich, die Geschwindigkeit von Behelfsreparaturen erhöht sich von 10 auf 6 Sekunden. Das heißt, wir sind auf 6 Sekunden. Plus, und zwar auf dem Brustteil haben wir noch den Bonus, die Behelfsreparaturen werden von 40 auf 60% erhöht. So sieht das aus. Ich spiele das Set mit diesen 4 Teilen, habe mir noch die Sawyers Knieschoner dazu genommen. Damit kann ich eben nicht ins Wanken gebracht werden bei Explosionen. Und spiel halt hier noch einen Richter und Kaiser einfach für durchgeführte Reparaturen und auch mit 170.000 Rüstung. Alles ist auf 170.000 Rüstung. Ich bin jetzt bei 2 Millionen Rüstung. Ich zeige euch jetzt zuerst mal heroisches Gameplay. Und zwar hier ist es so, ich habe hier keinen Werkmeister-Drohnenstock angewählt. Ich lasse das Gameplay ein bisschen laufen. Also es spielt für mich in dem Fall keine Rolle, ob ich jetzt mit Schild laufe oder ohne Schild laufe. Ihr müsst hier einfach schauen, und zwar auf die Wiederherstellung meiner Rüstung. Das ist so fix, es ist der Wahnsinn. Eigentlich, man ist wirklich unverwundbar. Also irgendwie, man bekommt zwar schon Schaden, geht mal ein bisschen in Deckung, man hat sofort alles wieder zurück. Ich habe es dann auch mit Schild gespielt, ich habe es ohne Schild gespielt. Also ich habe etliche Versionen hier probiert, mit der AR ohne Schild, wieder mit der Pistole mit Schild. Der Kontrollpunkt, es war überhaupt kein Problem. Also ich war nicht irgendwann mal irgendwie in Gefahr, irgendwie ein wenig zu sterben oder keine Ahnung. Ja, also echt extrem. Ich habe es auch gestern im Stream im PvP probiert. Man konnte mich nicht töten. Also es haben 2 Leute auf mich geschossen. Ich weiß auch nicht, welches Bild sie jetzt anhatten. Aber ich habe 2 ersucht, gestern im Stream auf mich zu schießen. Ja, es ging nicht weg. Es geht einfach nicht weg. Hier hatte ich dann auch den Werkmeister-Drohnenstock drinnen. Und es, ja, man hat mich einfach nicht killen können. Es ist so, wie es ist, ja. Und jetzt haltet euch fest, setzt euch am besten hin, wenn ihr nicht eh sitzt beim Videoschauen. Ich spiele euch jetzt legendäres Gameplay ein. Ihr seht jetzt legendär District Union Arena. Ich stehe im Eingang, ich habe den Werkmeister Drohnenstock auch noch mit. Das heißt, der heilt mich und mein Schild auch noch zusätzlich. Ich kann hier AFK gehen. Ich stehe rum und ich kann AFK gehen. Also so denke ich einmal, es soll nicht so ins Spiel kommen. Von mir aus, das Gearset ist richtig gut. Es ist echt tanky. Das soll es auch so sein. Nur, ich habe hier einen wirklichen Gott-Modus. Ich spiele Gott in der Division 2. Man kann mich nicht killen. Stell euch jetzt mal vor, in Legendär. Ihr gebt mir noch 2 DDs dazu, 2 Damage-Dealer. Ja, ich bin sprachlos. Man merkt es, ich bin richtig sprachlos bei diesem Set. Aber die Richtung stimmt. Ich mag dieses Set, aber so wie es jetzt ist, in diesem Status, wie gesagt, es ist ein PTS, ich werde es auch noch deponieren, eben auch bei Massive. So dürfen sie das auf keinen Fall ins Spiel bringen. Also PvP sowieso nicht, und im PvE, ja, ich weiß nicht, ob sie es im PvE so lassen würden. Das kann man ruhig ein bisschen abschwächen, denn ich muss ja wirklich nichts machen. Ich stehe einfach rum und ich bin eigentlich nicht killbar. Ja, so sieht es eigentlich aus. Jo, Kommentare, Like, Abo, gerne gesehen, vor allem Kommentare reinschreiben, ja. Und nicht fluchen, ja, oder scheiß Massive oder sonst irgendwas. Konstruktiv. Ich finde das Set wirklich gut, aber es ist wirklich zu stark. Man muss auch bedenken, ich habe noch keine Mods drinnen. Ich habe gar nichts drinnen. Ich habe einfach das Set genommen, so wie mir das Spiel das gegeben hat. Ich habe es auf Max-Rüstung gerollt und bin einfach, ja, bloßgelegt. Und so war eben das Ergebnis.
Jo, somit Kommentare, Like, Abo gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Reload.
protected. I don't look of that. Cover me, I'm moving. Drop one. Supply room access unlocked.